Perfekte Strände, atemberaubende Natur und wunderschöne Städte. Das ist Südafrika. Über 10 Millionen Touristen zieht es jedes Jahr aus aller Welt ans Südkap Afrikas. Eine der beliebtesten Destinationen ist Kapstadt. Farbenfroh, sehr divers und so viele verschiedene Kulturen. Die Mischung macht es hier ganz gut. Ich finde es geil, weil es sehr urban ist, ne? Die sogenannte Mother City ist eine der schönsten Städte der Welt. Aber hier treffen Welten aufeinander. Das Gefälle zwischen Arm und Reich sieht man fast nirgendwo in Südafrika so deutlich wie in Kapstadt. Auf der einen Seite des Berges schreckliche Armut in den Townships. Nur wenige Kilometer weiter an den Küsten unfassbarer Reichtum. Für mich persönlich ist es sehr schwer, die Menschen dann immer auch auf der Straße zu sehen. Also es berührt einen schon. Man versucht irgendwie einem zu helfen und merkt dann, oh, da kommt schon der Nächste. Christina Martin lebt seit 5 Jahren in Kapstadt. Das ehemalige Model hat Deutschland für die Liebe verlassen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann JP wohnt sie in Constantia, einem sehr reichen Teil der Stadt. Das Paar hat vergangenes Jahr das erste gemeinsame Kind bekommen. Die beiden arbeiten zusammen im Bauunternehmen von JPs Vater und haben sich so in den letzten Jahren ein Vermögen verdient. Christina und JP leben in Kapstadt ihren Traum. Wir haben uns kennengelernt vor 4 Jahren. Auf einer Silvesterparty, genau. Und habe erst mal gedacht, boah, der mit dem blonden Haaren, damals blond, man kann es nicht glauben, platinblond, der Freak, der sieht doch eigentlich ganz interessant aus. Lass ich erst mal stehen, aber dann kam er und ja, so kamen wir irgendwie ins Gespräch und ich konnte seitdem auch nicht mehr loslassen. Ja, genau. Aber obwohl die kleine Familie auf über 6000 Quadratmetern lebt, will sie demnächst in ein größeres Haus mit einer noch exklusiveren Lage ziehen. JP und Christina planen nämlich, die Familie weiter zu vergrößern. Wir leben jetzt seit 7 Jahren hier und haben viel Liebe, Zeit und Kreativität in diesen Ort, den wir zu Hause nennen, investiert. Jetzt ist einfach ein Zeitpunkt in unserem Leben gekommen, an dem wir uns nach neuen Abenteuern umsehen. Wir wollen ein neues gemeinsames Projekt starten. Immobilienmakler Gregor Wichmann soll Christina und Jean-Pierre dabei helfen, ihr Heim zu verkaufen und ein neues zu finden. Komm rein! Dazu später mehr. Erstmal fahren wir um den Tafelberg. Auf der anderen Seite der Stadt bleibt vom Luxus Constantias nichts mehr übrig. Von Christinas und Jean-Pierres Zuhause sind es nur etwa 20 Minuten Fahrt nach Delft. Mit über 600.000 Bewohnern, das am schnellsten wachsende Elendsviertel Kapstadt. Das sind die Ärmsten der Ärmsten hier in Kapstadt. Und diese Leute wurden von jedem vergessen. Hier hilft keiner. Und wir sind die einzigste verbliebene Organisation, die hier den Menschen hilft. Kerstin Geis arbeitet für die Organisation HOPE in Delft. Sie kümmert sich am Rande des Townships um die, die es hier am härtesten haben, Kinder. Wie hier in Delft sieht es überall im Land aus. Über die Hälfte der Menschen lebt in Armut, die meisten davon gehören zur schwarzen Bevölkerung. Die Arbeitslosenquote liegt bei 30% und ein Großteil von ihnen lebt in Townships. Hier regieren Gangs, Kriminalität und Mord stehen auf der Tagesordnung. Kerstin und ihr Team wollen den Kindern hier etwas Normalität geben. Viele Kinder haben in ihrem Alltag überhaupt nichts mehr zu lachen. Die haben das Lachen verlernt. Wir haben auch im Tigerberg Hospital schon Kinder gesehen, junge Kinder, die vergewaltigt wurden. Und das gehört hier zum Alltag. Hier in Südafrika wird jede 4 Minuten jemand vergewaltigt. Und das ist eine schreckliche Statistik. Lebensfreude und Bildung sollen die Kinder hier bekommen. Denn raus aus dem Township schaffen sie es, wenn überhaupt, nur alleine. Hilfe vom Staat gibt es keine. Die Mitarbeiter von HOPE arbeiten ehrenamtlich. Die Kinder können in einer sicheren Umgebung lernen, im Gemüsegarten arbeiten, spielen. Das Projekt lebt von Spenden. Wenn man das hier sieht, wenn die Kinder Vertrauen gefasst haben und du entlockst diesen Kindern ein Lächeln, dann geht mir das Herz auf. Das ist einfach ein so schönes Gefühl und dieses Vertrauen der Kinder, wenn sie dann kommen und deine Hand nehmen und dir zeigen, was sie mit Lego gebaut haben, was sie gemalt haben oder einfach ein Gespräch mit dir anfangen, es ist einfach schön. Kerstin war früher in Potsdam persönliche Assistentin und ist 2008 mit ihrem Mann von Deutschland nach Südafrika gezogen.
Die beiden leben in Somerset West, in der Nähe von Kapstadt. Eigentlich wollten sie ihre Rente genießen, aber seit 2009 arbeitet die 57-Jährige für Hope in Kapstadt und opfert gerne ihre Freizeit. Dass Delft eines der gefährlichsten Pflaster des Landes ist, macht ihr keine Angst. Die Leute, für die wir hier arbeiten und für die wir hier sorgen, die kennen uns inzwischen und es wird alles in Bewegung gesetzt, dass sie uns auch beschützen. Und es ist ja in der Vergangenheit auch schon viel passiert hier. Uns wurden die Stromkabel geklaut und der Garten wurde geplündert. Aber letztendlich passen die Leute auch auf uns auf und wir passen auf die Leute auf. Und auch für Jugendliche und Erwachsene hat Hope einen Campus hochgezogen. Für die Teenager wurde extra ein Computerraum eingerichtet. Zugang ins Internet haben in den kleinen Shacks nur die wenigsten. Außerdem werden hier kostenlos Kranke oder Schwangere versorgt. Vor allem AIDS ist hier seit Jahren ein riesiges Thema. Den Kampf für die Ärmsten der Armen wird Kerstin und ihr Team nicht aufgeben. Dass es den meisten Menschen nur wenige Kilometer von ihrem Zuhause nahezu an allem fehlt, wissen Christina und JP natürlich. Auch die beiden spenden regelmäßig für verschiedene Institutionen. Die Schattenseiten einer gespaltenen Gesellschaft geht auch an Christina nicht spurlos vorbei. Als sie vor ein paar Monaten mit ihrem Kind unterwegs ist, wird sie überfallen. Gerade mit meiner Kleinen wurde ich angegriffen. Da war sie gerade mal 3 Monate alt. Und da habe ich dann auch gleich gemerkt, boah, alles hinterfragt natürlich. Wir haben natürlich in den Straßen immer Security, 24 Stunden, also wirklich die machen... Klar, Schiff hier, ne? Wenn irgendjemand kommt, den kennen wir nicht, die räumen die Leute sozusagen weg. Also man fühlt sich dann schon wieder sicher, also es ist möglich mit Kind, aber ja, ein bisschen anders. Übrigens gilt die Innenstadt von Kapstadt dank massiv verstärkter Sicherheitsvorkehrungen in den letzten Jahren mittlerweile als relativ sicher. Heute kommt Gregor Wichmann vorbei. Der 51-Jährige ist Immobilienmakler und lebt seit über 15 Jahren mit seiner Frau und seinem Sohn in Kapstadt. Er soll einen Käufer für ihr Haus finden. Schön, dass du dir Zeit nimmst, unser Haus anzugucken. Ein 6000 Quadratmeter Grundstück wartet auf ein Gutachten. Gregor wird die Villa genau unter die Lupe nehmen. Highlights gibt es genügend. Genau, hier kommen wir zu unserem Wohnzimmer. Wow. Ja, Licht durchflutet. Ja. Neben einem riesigen Wohnzimmer, mehreren Aufenthaltsräumen und einer schönen Küche gibt es sogar ein Zimmer nur für südafrikanische Weine. Kann man gleich zum Wein hier. Kann man sich hinsetzen, gemütlich und schöne Gespräche führen, genau. Ganz toll und überall das Licht. Genau, komm. So eine Immobilie bekommt selbst der Makler nicht jeden Tag zu sehen. Ja, also ich muss sagen, ich bin beeindruckt, Christina, von meinem ersten Gefühl her. Das ist ein absolutes Highlight. Ein weiteres Highlight des Hauses ist der gigantische Außenbereich mit Golfplatz, Pizzaofen und... Hier haben wir jetzt unseren Tennis-Court. Mit Flutlicht, also du kannst praktisch... Mit Flutlicht, das kriegt man fast gar nicht mehr. Das sind auch ganz, ganz alt, ganz stolz da drauf. Da hätte ich ja gleich Lust, hier eine Partie zu spielen. Ja, gerne. Der Makler hat genug gesehen. Zeit für die beiden Parteien, sich zusammenzusetzen. Christina und JP hoffen auf ein ordentliches Angebot. Wir wollen einfach ein neues Projekt und wir sind auch wirklich ja, bereit dafür. Was würdest du denn glauben, was das jetzt so wert ist? Da es nicht eine 0815-Immobilie ist, werde ich sie von der Wertigkeit mal so um die 50 Millionen Rand einschätzen. Das sind umgerechnet knapp 2,5 Millionen Euro. Eine Wahnsinnssumme. Christina und JP sind zufrieden. Das klingt auch so. So hatten wir das auch gedacht, ungefähr von dem Preis. Morgen zeigt Makler Gregor dem Ehepaar ein mögliches neues Familiendomizil. Und das hat es wirklich in sich. Außerdem, wir besuchen das wohl außergewöhnlichste Restaurant des ganzen Kontinents. Was an diesem Konzept so besonders ist, morgen bei TAF.